Das ist unser Proof of Concept Video für den Google Summer of Code mit der IAP Software. Was wir machen werden, ist sozusagen eine neue Software zu schreiben, und hier zeigen wir jetzt gerade, wie wir ein Muster schon mal stricken mit der bestehenden IAP Software. Und die Idee ist, wir haben unser Strickmuster, das wir gleich drauf stricken wollen. Hier sieht man nur gerade leere gelbe Reihen. Wir haben unser Strickmuster und das haben wir zu einer Bilddatei gemacht, und diese Bilddatei können wir schon über die bestehende Software ansteuern. So. Genau. Und da ist der Schlitten, der Farbschlitten. Und hier haben wir ein paar Reihen gestrickt, das sieht so. Hier ist gestrickt jetzt eine Reihe. Man lässt den Schlitten drüber fahren. Genau. Und dann ist eine neue Reihe dazugekommen. So, hier sehen wir jetzt das Bild der bestehenden, in der bestehenden Software, und da werden wir gleich auf Knit drücken und dann mit dem Schlitten, wo wir die zweite Farbe eingefädelt haben, dieses Muster stricken. Ich häkel hier gerade die Maschen ab. Stolz, stolz. Das hast du jetzt geschafft, ein Knitting Pattern zu benutzen, hier genau eins zu stricken, unser Proof of Concept. Also wir haben ein Bild gemacht, wir haben es zum Knitting Pattern konvertiert, haben es vom Knitting Pattern wieder fertig gemacht für die IAP Software, und mit der IAP Software haben wir dann hier dieses Knitting, dieses Strickstück erstellt. Genau, dazu haben wir natürlich benutzt eine Strickmaschine KH910 von Brother und den IAP-Hack für diese Strickmaschine. Genau.